in Luzern geboren, habe grundsätzlich das Kreative schon früh in mich, also zu mir genommen, das ist mit einem Studium der Typografie. Habe danach 25 Jahre im Personalbereich gearbeitet. Da habe ich die Kunst auch immer bewegt und begleitet. Ja, dass wir hier in diesem tollen, großen Atelier sind, wo ich mit meinem Partner, Lehrer, Mentor und eben Atelierpartner Robert Zürs zusammen male, das ist eigentlich unglaublich. Das war eine Verkettung von ganz vielen Zufällen. Ich habe eigentlich in der Wirtschaft gearbeitet und aus Spaß mit einer Freundin ab und zu einen Malkurs gemacht. Bis ich dann mit 49 war, das voll in die Kunst gewechselt habe. Habe ein eigenes Atelier immer gehabt, jetzt seit gut zwei Jahren in Dagmarsellen ein großzügiges Atelier, ein tolles Atelier. Und bewege mich eigentlich in der Schweiz und im deutschsprachigen Europa. Und die Leidenschaft fürs abstrakte, großflächige Malen mit Acrylfarbe gelernt, und daraus hat sich immer mehr entwickelt. Auch mal experimentieren mit anderen Materialien, mit Skulpturen, mit Möbeln fast schon. Und ja, so ist es mein Hobby geblieben. Ich mache Ausstellungen in der Schweiz, in Deutschland, in meiner Heimat in Augsburg. Meistens bin ich allein im Atelier, tauche ab, habe meine Musik, habe meine, ja, mal vielleicht einen Schluck Mineralwasser oder vielleicht sogar mal einen Whisky gegen Abend. Wenn wir zusammenarbeiten, ist es nochmal was anderes, weil man schaut dann gerne mal dem anderen über die Schulter, und gerade ich als vielleicht ein paar Jahre erfahrener und Dozent auch, der oft meinen Malschülern auch Tipps geben darf, muss da schon wieder aufpassen, ob ich da nicht zu weit gehe. Es ist ein Prozess, ein gegenseitiger. Man gibt sich Inputs, man bremst sich vielleicht auch mal, das ist möglich, aber grundsätzlich glaube ich, kann man profitieren, wenn man zusammenarbeitet. Ja. Und ich glaube, für dich war es auch noch eher nicht schwierig, aber vielleicht interessant zu sehen, so dieser Ablöseprozess, wo ich angefangen habe, mehr mit diesen grafischen Formen, was natürlich, oder vielleicht geraden Linien, was jetzt weniger dem Freien entspricht, was du machst. Da haben wir am Anfang viel diskutiert, dass jeder das findet, was in ihm drin ist. Ja, das unbedingt. Ja. Deswegen strebe ich ja das genauso an. Ich möchte ja die Inputs dir geben, dass du deine Linie findest. Da hast du enorm profitiert, verbunden eben mit den Sachen, die ich dir vielleicht geben konnte. Und da sind neue Werke entstanden. Das ist eine Freude. Ja. Eben wenn beispielsweise im Atelier, da wird natürlich gearbeitet, da spritzt es mal, man sieht das am Boden hier, der ist belastet und der darf auch belastet werden, da finden Schüttungen statt. Man sieht ja die Spuren da an den Wänden und am Boden, und das darf sein. Wie bekannt gebe ich ja auch Kurse in verschiedenen Akademien und immer mehr auch hier in Dagmarsen. Ja, wir haben hier im Gegensatz zu vielen Akademien im hauptsächlich süddeutschen Raum ganz tolle Platzverhältnisse. Wir nehmen maximal 6 Teilnehmer, damit jeder viel Platz hat, sich auszutoben und seine Bilder unterzubringen. Unsere Kurse sind auf der Website von Robert alle aufgeführt, und wir haben viele Wiederholungstäter. Also wer einmal hier war, der fühlt sich in der Regel sehr wohl. Wenn jemand Bilder braucht für sich zu Hause oder einfach mal vorbeischauen will, ist es am besten, mit uns einen Termin abzumachen. Und wenn wir Leute kennen und vertrauen, geben wir die auch gerne zum Ausprobieren mit. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und freuen uns natürlich, dass wir uns wiedersehen. Jederzeit sind Sie herzlich willkommen bei uns in Dagmarsellen. Alle Infos gibt es, wie gesagt, auf den Webseiten oder über office@suess.ch. Bis bald!